Das Brazilian Buttlift ist ein Eingriff, der zunehmend an Popularität gewinnt. Jedoch ist auch dieser Eingriff mit einigen Komplikationen und Risiken verbunden. In den Medien wurde teilweise berichtet von Todesfällen, die dort vorgefallen sind. In diesem Video erfahrt ihr wirklich alle Informationen zu diesem Eingriff, wie ihr vermeiden könnt, an jemanden zu geraten, der diesen Eingriff nicht gut beherrscht, was die anatomischen Landmarken sind und welche Komplikationen entstehen können. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Dr. Alavi. Bis gleich. Das Brazilian Buttlift, die sogenannte Po-Vergrößerung oder Gesäßvergrößerung, ist ein wirklich trendiger Eingriff, der zunehmend angewandt wird. Dieser Eingriff ist aber eines der am häufigsten mit Risiken verbundene Eingriff in der plastischen Chirurgie. Woran das liegt, werdet ihr in diesem Video erfahren. Ich werde euch erklären, was das Ziel dieser Operation ist und wie diese Komplikationen, von denen auch in einigen Medien berichtet wurde, überhaupt entstehen können. Zunächst einmal, das Ziel des Eingriffs ist es, Fett von bestimmten Arealen im Bereich des Gesäßes und der Oberschenkel abzusaugen, mit dem Ziel, den Po so zu vergrößern, dass das Volumen so verteilt ist, dass eine bestimmte Form erreicht wird. Dieser Eingriff wird zwar Brazilian Buttlift genannt, jedoch entstammt dieser Eingriff nicht aus Brasilien und es ist auch keine klassische Lifting-Operation. Diese Begriffsbezeichnung, die fehlerhaft ist, ist vielen gar nicht bekannt. Ziel des Eingriffes ist es also, Fett abzusaugen von bestimmten Arealen im Bereich des Gesäßes, des Übergangs vom Gesäß zum Rücken und dort dieses Fett, was abgesaugt wurde, in bestimmten Arealen des Pos einzuspritzen, das Gesäß so zu vergrößern, dass eine schöne Form entsteht. Zunächst einmal müsst ihr wissen, dass dieser Eingriff eine der am risikoreichsten Operationen ist und die am häufigsten Komplikationen verursacht hat in der Vergangenheit. Die Schätzungen gehen ungefähr auf 10% der Eingriffszahlen, die hier mit Komplikationen vergesellschaftet sind. Es gab schon bereits einige Behandler, die aufgrund einer falschen Anwendung Embolien verursacht haben, die dazu geführt haben, dass die Patienten verstorben sind. Wie es dazu kommt, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Zunächst einmal müsst ihr verstehen, dass die Patienten, die für diesen Eingriff ausgewählt werden, natürlich genug Fettreserven aufweisen müssen, die man absaugen kann. Zunächst einmal ist aber das Patientengespräch enorm wichtig. Hier müssen wir eine Analyse des Gesäßes durchführen und schauen, in welchen Bereichen eigentlich ein Volumendefizit besteht und wo man die Korrekturen durchführen muss. Die genauen Areale, die abgesaugt werden und die Areale, die wirklich aufgefüllt werden müssen, müssen markiert werden vor der Operation. Hier muss eine ganz genaue Analyse erfolgen. Also neben dem Punkt, dass genug Fett da sein muss, unter Analyse ist die Planung also zusammenfassend ein sehr wichtiger Punkt für diese Operation. Aber auch bei Patienten, die einen geringen Fettanteil haben am Körper, kann man mit einer guten Planung diese Fettreserven erhöhen, um dann diesen Fettreserven gezielt der Operation zuzuführen. In Studien, die analysiert haben, wie es zu diesen Komplikationen kommt, ist vor allem die fachspezifische Ausbildung des Operateurs ein signifikanter, ein sehr bedeutender Punkt. Es ist nämlich so, dass die meisten Komplikationen bei den Operateuren entstehen, die eigentlich gar keine plastischen Chirurgen sind, also nicht den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie haben. Oftmals sind das andere Fachrichtungen, die diese Operationen dann durchführen. In manchen Fällen, die auch in den Medien berichtet wurden, waren das noch nicht mal Chirurgen, die diesen Eingriff durchgeführt haben. Der erste Punkt, der also wirklich sehr wichtig sein sollte für euch, ist, dass ihr einen Behandler findet, der Erfahrung mit diesem Eingriff hat, diesen Eingriff sicher durchführen kann und sicherlich auch ein wichtiger Faktor, dass diese Person den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat. Das reduziert einfach das Risiko, dass dort nicht andere Fachrichtungen diesen Eingriff für euch durchführen. Der zweite Punkt ist das Risiko der Entwicklung von Komplikationen durch zu viel Fett, was in diesem Bereich auf einmal eingespritzt wird. Wie es dazu kommen kann, werde ich euch gleich erklären. Zunächst einmal müsst ihr aber wissen, dass man eine gewisse Menge an Fett nicht überschreiten sollte, die man dort in diesen Bereich reinspritzt. Das hat Durchblutungsgründe. Dieses Fett, was transferiert wird, muss in dem Bereich, wo das hinkommt, auch gut durchblutet werden. Wenn aber auf einmal zu viel Fett in diesen Bereich reingespritzt wird, dann kann es dazu kommen, dass dort wirklich Komplikationen entstehen. Der dritte Punkt ist, dass euer Chirurg exakt wissen muss, in welcher Schicht er dieses Fett reinspritzen muss. Die Anatomie bedingt, dass in bestimmten Schichten des Gesäßes, wenn dort das Fett reingespritzt wird, es zu Komplikationen kommen kann. So darf zum Beispiel das Fett nicht in den Muskel oder die Schicht unterhalb des Muskels reingespritzt werden. Die beste Schicht zum Initiieren dieses Fettes ist die tiefe Schicht der oberflächlichen subkutanen Gewebes. Das ist die Schicht, die noch oberhalb des Muskels liegt.
Die Positionierung des Patienten im OP ist hier essentiell, um einfach die Richtung der Kanüle genau zu steuern und nicht in die falsche Schicht zu kommen. Die Todesfälle, die berichtet wurden, basieren darauf, dass die Injektion des Fetts in zu tiefe Schichten erfolgt ist. Die Autopsien, die durchgeführt worden sind, haben nämlich bewiesen, dass oftmals eine venöse Thromboembolie entstanden ist. Das bedeutet, dass dieser Fetttransfer, also das Fett, was aufbereitet wird und reingespritzt wird, in zu tiefen Schichten eingespritzt wurde, sodass es in Gefäße kommt und dann durch die Gefäße, durch die Venen ins Herz-Kreislauf-System gelangt und dort wirklich Lungenproblematiken, aber auch einen plötzlichen Herztod verursachen kann. Daher ist es enorm wichtig, dass euer Behandler Erfahrung mit diesem Eingriff hat, diesen Eingriff regelmäßig durchführt, aber auch, dass er genau weiß, in welchen Schichten er reinspritzen muss. Wenn also zu tief gespritzt wird, ist die Gefahr für massive Komplikationen enorm erhöht. Es hat also somit, wenn man es falsch durchführt, eines der höchsten Todesraten der Operation, die durch ästhetische Medizin verursacht werden kann. Ziel jeden Arztes sollte es auch sein, zunächst erstmal keinen Schaden anzurichten. Deshalb sollten diese Eingriffe, die man durchführt, sicher sein, man sollte Erfahrung haben und man sollte nicht übertreiben mit der Menge des Fetts, die man hier rein injiziert. Schätzungsweise werden 1/5 dieser Operationen von Operateuren durchgeführt, die gar nicht eine Ausbildung für plastische und ästhetische Chirurgie genossen haben. Daher ist es verständlich, dass möglicherweise nicht genug Verständnis für die Anatomie und die Prozedur besteht, um diese Prozedur so risikoarm wie möglich durchzuführen. Untersuchungen haben gezeigt, dass dieser Eingriff sehr sicher ist, wenn in der richtigen Schicht initiiert wird. Das heißt, wenn man in der subkutanen Schicht bleibt, in der tiefen subkutanen Schicht bleibt, um hier das Volumen zu initiieren. Ziel der Behandlung sollte es neben dem Volumenvergrößerung sein, dass man durch diese Injektion, die man macht, auch möglicherweise Unregelmäßigkeiten oder auch einen gewissen Teil der Zellulite, die in dem Bereich besteht, korrigieren kann. Denn durch den Volumenüberschuss, durch den Volumeninjektion, die man durchführt, kann man das Volumen vergrößern und dadurch diese kleinen irregulären Bereiche korrigieren. Weitere Komplikationen neben der Fettembolie können tatsächlich die Infektion sein, Fettgewebsnekrosen, die in dem Bereich entstehen können, Ölzysten, aber auch Fettnekrosen, die aufgrund der mangelnden Durchblutung in diesem Bereich entstehen können. Natürlich können Asymmetrien entstehen, es kann ein gewisses Maß von diesem Fett resorbiert werden, sodass wirklich auch Unregelmäßigkeiten in dem Bereich entstehen können, sodass wiederholte Eingriffe notwendig sind, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Da ein gewisses Maß von diesem Lipotransfer, von diesem Fetttransfer resorbiert wird, kann es sinnvoll sein, dass man diese Operation in gewissen Abständen wiederholen muss. Hier würde ich tatsächlich empfehlen, dass man 3 Monate mindestens abwartet, bis man die nächste Injektion plant und durchführt. Denn dann kann man genau wissen, an welchen Arealen man nachfüllen muss. Zusammenfassend sind also die Komplikationen neben der Thromboembolie, die Fettnekrose, Asymmetrien. Es kann zum Tod führen, wenn es falsch durchgeführt wird. Und tatsächlich sind Infektionen und auch Dellenbildungen möglich. Diese Information müsst ihr wissen, bevor ihr diesen Eingriff macht oder wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die diesen Eingriff durchführen wollen. In den manchen Fällen erfolgen die Aufklärungen nicht ausführlich genug, sodass, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird oder Komplikationen entstehen, die Enttäuschung sehr groß ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es mit Freunden und Bekannten. Ich freue mich auf weitere Videos mit euch. Bis bald, euer Dr. Alavi.